Herzlich willkommen zum letzten Video der letzten Spiele der NBA Regular Season. Alle Teams haben 81 Spiele schon auf dem Buckel und heute bzw. in der Nacht passiert dann das 82. Und es gibt noch einige Positionen, die offen sind. Wir starten mal ganz kurz mit den Langzeitwetten. Die finde ich nämlich relativ interessant, denn die Phoenix Suns haben mit einer Quote von 3,75 die höchste Wahrscheinlichkeit, den NBA-Titel zu erklimmen. Finde ich insofern spannend, weil die werden bei mir wahrscheinlich nur auf Rang 2 oder 3. An der 1 auf jeden Fall die Milwaukee Bucks. An der 3 sind es laut den Buchmachern die Brooklyn Nets und die sehe ich ja nun dabei gar nicht. Mal schauen, wo die dann am Ende rauskommen werden, vor allem in der Regular Season. Wir haben nämlich hier den Osten, die Miami Heat, Überraschung im Osten, dass sie Meister geworden sind. Sehr, sehr homogenes Team, auch wenn ihr vielleicht das Streitvideo kennt zwischen Haslem, Butler und Spoelstra, aber trotzdem spricht das vielleicht eher sogar für die Mannschaft, wie professionell die danach damit umgegangen sind. Die Bucks auf der 2, aber die können auch noch mit einer Niederlage beziehungsweise, ja, eigentlich nur mit einer Niederlage noch auf die 3 runterrutschen. Und die Boston Celtics könnten bei einem Sieg ihrerseits auf die 2 hochgehen. Auch die 76ers spielen noch und die könnten auch noch auf die 3 vorrutschen. Mehr geht nicht. Warum? Naja, weil die Bucks mit 51 Siegen den Tiebreaker über die 76ers haben. Das heißt, die werden auf keinen Fall schlechter als Position 3 abschneiden. Dann auf der 5, alles klar, die Toronto Raptors, auch wieder so eine Überraschungsteam für mich. Auf der 6 die Bulls, die sind auch noch fest. Und dann haben wir Nets, Cavaliers, beide mit 38 Niederlagen und ein dahinter mit 39 Niederlagen, die Hawks und Hornets. Für die Cleveland Cavaliers kann es noch ganz, ganz bitter zugehen, denn wenn die heute verlieren, sie spielen gegen Milwaukee und da haben wir gerade gesehen, die müssen eigentlich gewinnen, wenn sie Zweiter bleiben wollen, dann können sie noch auf Platz 10 durchgereicht werden, denn das würde bedeuten, wenn Hawks und Hornets gewinnen, dass eben die Cavs nochmal durchrutschen. Danach geht es ins Play-In-Tournament weiter. Wir schauen mal ganz kurz, wie es im Westen aussieht. Da haben wir eigentlich schon alles fix, nämlich 1 die Suns, 2 die Grizzlies, 3 die Warriors. Wenn die gewinnen, bleiben sie Dritter. Wenn sie verlieren und Dallas auf seiner Seite gewinnt, dann würde Dallas noch Dritter werden. Ungefähr das Gleiche könnte dann noch Jazz und Nuggets blühen. Sprich, Nuggets gewinnen, Jazz verlieren, dann wären die Nuggets noch Fünfter. Timberwolves sind definitiv Siebter, Clippers sind definitiv Achter, die Pels definitiv Neunter und die Spurs Zehnter. Deshalb haben wir auch hier schon die ersten Play-in-Tournament-Games im Westen. Die Timberwolves gegen die Clippers. Der Gewinner ist Siebter, der Verlierer spielt im Spiel gegen den Gewinner von 9. gegen den 10. um den 8. Spot. Die Lakers haben es ja nicht geschafft. Ja, und deshalb schauen wir uns doch mal an, denn heute um 21.30 Uhr haben wir gleich 4 Spiele und die haben es alle in sich, wenn wir auf die Positionen schauen. Da geht es zum Beispiel zwischen den Brooklyn Nets und den Indiana Pacers darum, ob jetzt die Nets 7., 8. oder sogar 9. werden. Das ist nämlich auch noch im Bereich des Möglichen. Und auch hier bin ich sehr, sehr gespannt dann auf das Play-In-Tournament, denn wenn wir uns auch mal hier die Tabelle anschauen, der 7. spielt gegen die Bucks und aus taktischer Hinsicht würde ich ja wirklich lieber 8. werden, als gegen Milwaukee zu spielen, denn dann würde man auf die Heat treffen. Ist also eine spannende Überlegung, ob es dann auch solche Spielereien gibt. Vor allem kann ich mir das bei Milwaukee vorstellen, die arrogant, nicht arrogant, die selbstbewusst genug sein dürften, um zu wissen, dass sie das zweite Play-in-Tournament-Spiel gewinnen würden. Aber selbst wenn sie so taktisch vorgehen würden, macht es ja immer noch mehr Sinn, als 7. in das Play-in zu gehen. Und naja, schauen wir mal, ob es solche Spielereien dann überhaupt in den Kreisen gibt oder ob man Kevin Durant und Kyrie Irving nicht einfach sagen, du weißt was, egal ob wir gegen Milwaukee oder gegen Miami spielen, spielt eh keine Rolle. Hinzu kommt ja sowieso, vielleicht wird ja Milwaukee nur Dritter und dann haben wir eine ganz andere Sache. Die Brooklyn Nets sind haushoher Favorit in dem Spiel. Bei den Pacers ist alles auf Rebuild. Da dürfen wir auch gespannt sein, was während der Saison passiert. Wir schauen auch hier nochmal. Die Pacers auf Rang 13. Wenn sie gewinnen, dann wird das auch nichts mehr ändern von den Odds. Denn sie können die Trailblazers nicht mehr einholen. Und ich würde mal vermuten, dass Oklahoma das Spiel heute Nacht auch nicht gewinnt. Also von daher geht es um die goldene Ananas für Indiana
Brooklyn, Positionskampf, deshalb eben auch die Quoten so hoch, die Handicaps auch heftig mit Netz minus 16. Da würde ich tatsächlich sogar eher sagen, dass aufspielende, frei aufspielen könnende Pacers mit plus 16 mehr Value haben. Und ja, bei diesem heute auch wieder 360 Grad, 360 Konferenz heißt es ja auf The Zone. Alle vier Spiele, die gleichzeitig um 21.30 Uhr sind, können wir da verfolgen. Freue ich mich tatsächlich sehr drauf, wenn wir hier haben über unter 238. Das ist schon Wahnsinn. Da musst du eigentlich aus Prinzip fast under gehen. Dann haben wir die Hornets gegen die Wizards. Die Wizards spielen ohne Porzingis, ohne Beal, ohne irgendwelche Möglichkeiten. Noch dementsprechend auch die Hornets wieder mit dem gleichen Prozedere, haushohe Quote. Auch das Over-Under wird auch so um die 15 liegen. Minus 13,5 ist natürlich heftig. Over-Under über 230. Das kann ich mir bei beiden Teams schon eher vorstellen. Und auch hier schauen wir uns einmal kurz die komplette Tabelle an. Denn hier sehen wir die Pelicans im... Also man sieht, die Bilanz der Wizards ist gar nicht mal so schlecht im Vergleich in der gesamten Tabelle. Im Westen hätten sie da sogar noch die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise wären gerade im Play-In-Tournament. Mit einem Sieg gegen die Pelicans, mit einem Sieg der Wizards, würden sie vielleicht sogar noch die Pelicans überholen können und die Knicks. Deshalb, es gibt für mich hier keine Chance, dass Washington dieses Spiel irgendwie gewinnt. Also das sollte ein Easy Win für die Hornets sein, dementsprechend auch keine gute Quote. Und dann haben wir die Cavs gegen die Bucks. Und bei den Bucks ist es relativ spannend. Wir haben ein Fragezeichen, ob Antetokounmpo und Middleton spielen, beide als fraglich. Kann ich mir in dem Sinne irgendwie nicht vorstellen, dass sie wirklich jetzt das letzte Spiel aussetzen. Oder sie sagen wirklich, du spielst doch eh keine Rolle, ob wir dann im Halbfinale heim oder auswärts spielen. Denn wenn alles so kommt, wie es kommen könnte, wäre es ja der Zweite gegen den Dritten in den Semifinals. Und dann hätte mit einer heutigen Niederlage Milwaukee nicht das Heimrecht. Auf der anderen Seite, wir reden hier vom amtierenden Meister und vielleicht sagen sie, wir wollen uns lieber schonen. Die Cavs, die eine tolle, tolle Saison gespielt haben, aber ihrem Verletzungspech Tribut zollen mussten am Ende der Saison, auch schon Mitte der Saison, können jetzt hier mit einer Niederlage und eben den Sieg von Hornets und Hawks noch durchgereicht werden auf die 10. Sie sind mir auf jeden Fall zu krasser Favorit, denn es macht einfach für mich keinen Sinn, dass die Freunde aus Milwaukee dieses Spiel abschenken sollten. Und jetzt bin ich rutscht. Schauen wir uns auch hier nochmal die Quoten an. Haben wir hier leider noch keine Asian Handicaps? Doch, sieht nur ein bisschen anders aus. Bucks plus 8,5 würde ich mit Kusshand spielen, auch wenn hier die ein oder zwei Pros Antetokounmpo und Middleton nicht spielen sollten, ist das Team immer noch tief genug, um genügend Punkte zu machen und das Spiel offen zu halten. Und auch bei Cleveland ist ja bei dem einen oder anderen Spieler das Fragezeichen. Die Quote kann ich absolut nicht nachvollziehen. Dann haben wir die Rockets, die jedes Spiel verlieren. Und da musst du dich genauso wie bei den Trailblazers fragen, wer spielt da eigentlich noch Nacht für Nacht? Auch hier die beiden, zwei, drei Besten, wenn man das so sagen kann, unter anderem Dennis Schröder, Christian Wood bei Houston, nicht dabei. Bei den Hawks dürften alle an Bord sein, die müssen gewinnen. Die sind auch überhaupt das Team, wovor man eigentlich am meisten Sorge haben sollte, unten zu spielen. Denn sie haben wirklich in den letzten zwei Monaten eine ganz gute Bilanz erwirtschaftet. Sind für mich auch von den unteren Teams gefährlicher als die Brooklyn Nets, von denen ich weiterhin nicht so überzeugt bin und es ja allen Anschein nach auch weiterhin keinen Ben Simmons gibt. Über 237 Punkte. Wer soll bei beiden Teams Defense spielen? Keine Ahnung. Plus 11, minus 11. Auch das ist eigentlich Wahnsinn. Im Prinzip, wenn man eine sichere, in Anführungsstrichen sichere Zweierkombi spielen möchte, dann sollte man eigentlich alle Teams, die gewinnen müssen, gewinnen wollen, gegen Teams, die gewinnen, nicht gewinnen müssen oder sogar verlieren wollen, setzen. Da kommt man dann auf was ganz Spannendes. Dann haben wir noch im Westen den Positionskampf Dallas versus Warriors. Warriors
mit einer 1-5-7. Sie werden aber auch weiterhin ohne Curry spielen, aber auch die letzten Spiele hat das nicht wirklich wehgetan. Hier schauen wir mal ganz kurz darauf. Wir haben einen Sieg gegen die Spurs, gegen die Lakers, gegen die Kings. Und ich als Mavs-Fan habe natürlich gehofft, dass Golden State da noch ein bisschen mehr verlieren würde, dass eben Dallas auf die 3 noch vorstößt. Nicht unbedingt, weil das dann bedeutet, dass sie gegen die Nuggets Stand jetzt spielen, weil ich glaube, das ist egal, ob du jetzt in der ersten Runde auf Nuggets triffst oder Jazz. Jazz könnten gefährlicher sein, weil wenn die miteinander harmonieren und dann vielleicht in den Playoffs so eine Jetzt-Erst-Recht-Einstellung gewinnen, dann geht da was. Wenn die Jazz allerdings das erste oder zweite deutlich verlieren, dann glaube ich, dass das Team auseinanderfällt. Bei den Nuggets sieht es so aus, als würde Kevin Porter Jr. und Jamal Murray nicht mehr spielen dieses Jahr und auch sonst, die waren lang genug verletzt, aber das ist ja Wahnsinn, was Nikola Jokic da geleistet hat. Nichtsdestotrotz, ich bin enttäuscht, dass Golden State jetzt alles gewonnen hat, eben weil dadurch ein Halbfinale Dallas gegen Phoenix Suns sehr wahrscheinlich ist. Die Grizzlies haben gerade erst wieder die Pelicans abgefertigt und hier seht ihr auch schon, es steht schon fest, dass Pelicans gegen Spurs spielen werden. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen San Antonio dieses Spiel nicht gewinnt und auch seine Besten schonen werden wird. Dallas wird wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, Dallas wird ohne Doncic spielen. Der hat sein 16. technisches Foul erhalten, dadurch ein Spielsperre, ausgerechnet im letzten Spiel. Vielleicht war das auch ein bisschen Absicht. Und wenn man hier mal anschaut, die Ergebnisse von Dallas, 3 Siege in Folge und 128-78, da hat Portland wirklich eine Mannschaft gespielt. Das war eine Frechheit, da hatte Dallas ein Spread, ein Asian Handicap von minus 22 und das ist schon so ein richtig Schlag ins Gesicht gegen den Kader von Portland. Und ja, da kann man mal gespannt sein, wie Portland auch heute Nacht sich dann präsentiert. Mit Sicherheit nicht überragend. Schauen wir mal, was dann passiert. Ich würde hier hoffen tatsächlich, dass die Pelicans gewinnen. Zumindest gefällt mir das Asian Handicap plus 5 auf die Pelicans ganz gut. Dallas Sieg, Atlanta Sieg, alle Favoritenspiele. Und dann schauen wir mal, was in den Play-In-Tournaments und vor allem dann in den Playoffs passiert. Für mich die spannendsten und ausgeglichensten Playoffs der letzten Jahre, vielleicht sogar, wenn wir sagen, der letzten 10, 12, 15 Jahre. Weil wenn wir hier nochmal ganz kurz die Tabelle anschauen, Heat auf der 1, seht ihr die als Meister? Ich weiß nicht. Die Bucks sind für mich der Top-Favorit, aber dann haben wir die Celtics, die, ich weiß nicht, im Januar, Februar hat es noch geheißen, der Kader ist komplett tot für die nächsten Jahre. Trainerkatastrophe, alles Katastrophe, Zukunft verbaut und dann auf einmal spielen die so eine Rückrunde und alles passt. 76ers mit Embiid und Harden, dann die Raptors, das macht ja gar keinen Sinn, dass die Fünfter geworden sind in der Regular Season mit dem Kader, aber das sind einfach noch Champions und die sind super aufeinander abgestimmt. Haben dann vielleicht auch noch den kleinen Vorteil, dass wenn nicht geimpfte Spieler im Team des Gegners sind, dürfen die nicht nach Kanada rein. Das heißt, da könnte es auch nochmal eine Schwächung von dem einen oder anderen Team geben. Man weiß ja teilweise nicht, wer wo geimpft ist und wie viel. Also, das ist schon spannend. Dann geht es weiter mit den Bulls. Da ist jetzt Ball kommt da hoffentlich auch noch zu den Playoffs zurück und Caruso fit und das Team war ja auch lange Erster. Die Brooklyn Nets, wir haben es bei den Quoten gesehen, die sind immer noch einer der Favoriten auf die Meisterschaft. Hawks, die waren letztes Jahr im Finale und haben jetzt erst in den letzten 20, 30 Spielen aufgeholt. Wir sehen es auch hier, 7 der letzten 10 Spiele gewonnen. Hornets, ich glaube, die können froh sein, wenn sie im Play-In-Tournament nicht sofort rausfallen. Aber dann auch im Westen, wer hat denn jetzt schon fest im Kopf, dass die Suns ins Finale kommen, dass die Grizzlies ins Finale kommen? Eigentlich doch niemand, Suns schon ein bisschen eher. Ich meine, die waren letztes Jahr im Finale. Dann weiter mit den Warriors, die Mavericks, denen kann man alles zutrauen. Kommt auch noch Tim Hardaway zurück, ich weiß es gar nicht. Utah Jazz, die waren auch lange Zeit oben mit dabei, haben eigentlich den Kader, der für so viel Furore sorgen könnte. Gobert, Mitchell, Bogdanovic, Conley, Claxton, das ist ja Rudy Gay, also da kann man noch 2, 3 weitere nennen, das ist schon echt Wahnsinn. Und dann haben wir die Nuggets mit dem MVP, vielleicht Doppel-MVP, Timberwolves, die haben auch in den letzten 2 Monaten überzeugt, denken selber, dass sie jedes Team schlagen können. Glaube ich nicht, aber stellt euch mal vor, Timberwolves, Grizzlies, das wäre doch in der ersten Runde, da reden wir doch von 60-40
Vorteil für dieses junge, wahnsinnig junge Memphis Grizzly Team. Dann haben wir Clippers. Kommt Kawhi Leonard? Paul George ist jetzt vor kurzem zurück. Norman Powell auch wieder. Auf einmal sind die auch wieder viel stärker. Und Pelicans, okay, San Antonio Spurs, die sehe ich nicht in die Playoffs. Ich glaube nicht, dass eins der beiden Teams schaffen. Und naja, die Lakers, die sind ja eigentlich schon draußen. Hey, das war ein super, super langer Monolog. Ich hoffe, der eine oder andere hat es trotzdem bis zum Ende durchgehalten. Und dann sehen wir uns zu den Playoffs. Ich freue mich drauf. Oddspedia, the Sports Betting Community.